Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Die 30. Folge schon. Ja, die 30. Folge. Krass. 30 Folgen nehme ich dieses Spiel schon auf. Immer eine Stunde und schneid das für euch so runter auf 20 bis 30 Minuten so ungefähr. Also habe ich jetzt schon 30 Stunden in diesem Spielstand versenkt. Was man hätte alles Sinnvolles tun können. Aber ich finde, das ist trotzdem hier alles sinnvoll. Und es macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und das ist die Hauptsache. Und wenn es euch auch Spaß macht, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like und schreibt einen Kommentar unter das Video. Das würde mich sehr freuen. So, und wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass unsere Leute nicht mehr frieren, sondern Brennholz haben. Ich würde sagen, damit let's go. Wir haben einfach fast 1000 Stämme. 1000! Leute, 1000. So. Und ich mache jetzt einige davon zu Brennholz. Hier an unserem schönen Brennholzplatz. Bin ja auch wieder alleine. Die hier sonst gearbeitet hat, die arbeitet ja jetzt in der Küche, 3 Meter weiter. Und versorgt unsere Leute da so ein bisschen im Tavernen-Style mit Kohlsuppen, die sie da drüben hinter der schönen Spalierwand essen. Ich glaube, ich mache auch gleich noch eine zweite Ladung Brennholz, weil wir sind einfach kurz vorm Winter. Und da muss natürlich geheizt werden. So, jetzt haben wir 431 Brennholz. In der Verwaltung gucken wir mal kurz. Brennholz, wir haben jetzt also Holzbedarf haben wir 2155. Boah, ich kann keine Zahlen mehr lesen. Und tatsächlich Bedarf pro Tag haben wir 310. Also sollte eine Weile reichen. Das sage ich immer, ne? Und dann brauchen wir doch mehr. Ich sag immer, das sollte eine Weile reichen. Egal. Wir haben ja beim letzten Mal angefangen, dieses Feld hier zu roden. Dass ich einfach rode und ich selber aussehe für ein bisschen Skill. Landwirtschaftsskill. Und dass wir dann auch einfach benutzen, um ein bisschen Moneten zu machen aus dem Weizen. Weizen soll hier drauf. Ja. Roden wir mal den Bums, ne? Ich weiß schon, dass ich mit zwei Steinhacken auf jeden Fall nicht auskommen werde. Eine habe ich schon verbraucht. Und wir haben noch sehr viel Feld zu roden. Guck mal, vielleicht hat die Schmiedin uns wieder Steinhacken hergestellt. Dann nehme ich die gleich mit, auch wenn es nur eine ist. Reicht erstmal, glaube ich, denke ich. Stein, 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 Steinhacke. Eine, ja. Okay, nehme ich mit. So, Feld ist fertig gerodet. Schön, schön, schön. Jetzt können wir das Feld noch abstecken hier mit so Zäunen, wie ich das hier gemacht habe. Da werde ich aber diesmal, weil ich das sehr, sehr hübsch finde, den niedrigen Bretterzaun nehmen. Das finde ich sehr, sehr hübsch. So, schön. Dann können wir hier gleich noch einen Weg lang führen. Würde ich jetzt erstmal den Bretterzaun bauen. Und danach müssen wir den Bums düngen. Und mal sehen, ob die Bretter reichen, die ich jetzt habe. 114, naja. Wird doch, oder? Ja, easy. Hat gereicht, sehr schön. Boah, der kleine Bretterzaun sieht so gut aus, ne? Schön. Ich finde auch, der hat auch den Vorteil, dass man den nicht überrennen kann. Man muss da wirklich drüber springen. Aber trotzdem ist er halt noch so niedrig, dass das gut aussieht. Ich muss was essen. Mein Charakter schreit mich an. Er hat Hunger und Durst auf jeden Fall. Deshalb werde ich hier nochmal an den Fluss gehen. Hier diese Scheunenecke müssen wir auch irgendwann mal ein bisschen besser dekorieren. Ne? Also das hier vorne, das ist zwar okay, aber jetzt auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Apropos Ei, habt ihr noch Rührei für mich? Ich nehme auch gerne ein bisschen mehr. Das hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. So. Und die Holzschüsseln kriegt er natürlich wieder.
Auch so Rührei, so, ich würde sagen, undankbares Essen im Medieval Dynasty. Weil gibt nicht viel Nahrung, also Hunger geht davon nicht so krass runter. Aber du verbrauchst halt für jedes einmal Rührei eine Holzschüssel. Du hast nachher unglaublich viel Holzschüsseln im Inventar und brauchst die eigentlich gar nicht. So, wir haben hier mal etwas Düngen, ne? Das große Feld. Werde ich wahrscheinlich meinen ganzen Dünger für verbrennen jetzt. Aber es ist wichtig, dass ich das selber mache, damit ich einfach ein bisschen Landwirtschaft skille. Hab gerade mein Säckchen verbraucht. Dann hole ich mir mal ein neues. Der Dünger wird gar nicht reichen dafür, für das Feld. Merke ich gerade. Ach, das ist mein Säckchen kaputt, aber ich denke, ich werde erstmal schlafen gehen. Ich habe jetzt die Hälfte des Feldes gedüngt und habe jetzt noch 22 Dünger. Okay. Ja, ihr wisst, was das heißt, ne? Also, unser Düngervorrat ist damit aufgebraucht. Wo ist eigentlich meine Frau? Da, im Garten. Ich denke, wir sind bereit, ein Kind zu bekommen. Was denkst du? Einverstanden. Mach mich zur glücklichsten Frau der Welt. Schön, schön, schön. Dann müsste sie gleich schwanger sein, wenn ich schlafe. Ah ja. So, gucken wir uns das Ding mal an. Verwaltung. Warte mal, Edburger nicht, Edburger ist ja schon Mutter. Wie hieß meine? Hanuta, ne? Hanuta ist schwanger. Ja, schön. Top. Na dann. Ist mir wieder eingefallen, dass man ja eigentlich da einen Dialog anfangen muss. Damit es im Prinzip weitergeht, ne? Also... Ich habe immer gedacht, eigentlich, die wird von alleine irgendwann schwanger, aber man muss den Dialog führen, ne, mit ihr. Man muss mit ihr reden. Gut zureden muss man ihr. Neues Level in Landwirtschaft. Ey, endlich. Schön, wir haben auch gleich 2 Skillpunkte bekommen, sind jetzt Level 6. Auf dein Reittier fühle ich jetzt noch nicht so richtig. 10% schnelleres in landwirtschaftlichen Tätigkeiten für die nächsten 10 Sekunden. Effekt addiert sich einmal. Erfahrener Reiter. Langsamer Ausdauerverlust bei Reittieren. Reittier kann 10 Kilo mehr tragen. Oh, auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme das und erfahrener Reiter nehme ich. Es wird natürlich weitergemacht mit dem Feld. Das wird komplett von mir bewirtschaftet jetzt. Aber wir haben gleich keinen Dünger mehr. Muss ich noch mal los. Der Kackimann muss noch mal los. Ein bisschen Dünger holen aus den Schweineställen, vom Esel. Leider ist im Hühnerstall kein Dünger zu finden, also kein Dung zu finden. Das ist ein bisschen schade. Hühnerkacke wäre, glaube ich, auch ganz gut. So, wie sieht's hier aus? Dung 70%. Das ist schön. Nochmal 36 Dünger fürs Feld. Fürs große Feld. Oh! Der hilft schon mit. Ah, okay. Habe ich dem eigentlich noch gar nicht gesagt, dass er mithelfen, aber er macht's einfach. Er macht's einfach. Okay, naja. Kein Ding. Kein Ding, Bruder. Kannst du machen. So, also Dünger ist jetzt wirklich, wir haben jetzt alles ratzekahl, alle. Wir haben einfach keine Möglichkeit mehr Dünger herzustellen gerade. Deshalb würde ich die paar Flecken jetzt hier von dem NPC düngen lassen. Und er ist jetzt mit der Hacke dabei. Da werde ich ihm jetzt unterstützend zur Hand gehen mit meiner Steinhacke. Und hier einfach mal anfangen, das Zeug umzugraben. Ja, ich brauche eine neue Steinhacke.
Wieder eine verbrannt. Leider. Ich habe übrigens ein Video gesehen, in dem gesagt wurde, so ein bisschen, oder so ein bisschen vorgestellt wurde, wie die aktuelle Roadmap von dem Game aussieht und so. Und wir bekommen jetzt in 2024 auf jeden Fall noch ein Update, wo es so um Rüstungen und Schilde geht. Und da wird halt vermutet, dass, ja, also erstmal so ein bisschen die Klamotten, die Klamottenkategorie in Medieval Dynasty sehr ausgebaut wird. Also dass wir mehrere Kleider und Hosen und wirklich so ein bisschen Stoffrüstung-mäßig und Lederrüstung-mäßig da neue Sachen bekommen. Und wenn es halt darum geht, um Rüstungen und Schilde und sowas, dann wird es wahrscheinlich auch Waffen geben. Und mit Waffen eventuell auch eine Möglichkeit, ich sag mal, dass das Ganze Sinn ergibt, ne? Also, dass eventuell es mehr Begegnungen mit feindlichen NPCs gibt oder sogar Dorfangriffe. Und das wäre nice. Das wäre wirklich mal was Krasses. Natürlich muss es auch die Option geben, das zu deaktivieren, weil ich weiß, es gibt viele Leute, die spielen Medieval Dynasty einfach aus dem friedlichen Aspekt. Und die würden das, glaube ich, nicht so fühlen, wenn das Dorf angegriffen wird. Aber einfach, dass es den, also dass es die Möglichkeit gibt, wäre schon geil. Also auch NPCs, die man wirklich dafür einteilt. Für eine Wachstube oder so. Die dann patrouillieren oder die irgendwo feststehen oder so. Und halt darauf warten, dass NPCs kommen und das Dorf angreifen, das wäre schon nice. Und es würde so ein bisschen würde das in die Story vom Oxbow reinpassen, weil unsere Quest aktuell ist ja immer noch, behalten Sie die Situation im Oxbow im Auge. Und wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Dorfvorsteher von Piastovia anquatschen, von wegen, gibt es hier illegale Machenschaften, gibt es hier Leute, die irgendwie ein bisschen komisch drauf sind oder sowas, dann sagt er, hä, was, nein. Also ganz verdächtig ist das. Und da würde ich mich sehr drauf freuen, wenn es sowas geben würde. Das wäre nice. Ich wäre da komplett drin, ne? Ich würde gern mein Dorf verteidigen gegen andere. Also wenn wir jetzt natürlich so viel für dieses Weizenfeld hier getan haben, brauchen wir natürlich noch eins, damit es funktioniert. Weizen. Und da kaufen wir jetzt erstmal schön ein, würde ich sagen. Und wir gucken mal, ob wir was haben, was wir verkaufen können. Ich werde die Tonkrüge verkaufen, die ich da gemacht habe und einfach nicht verwenden kann. Also das ist, ja, verschwendeter Ton gewesen. Aber egal, ich verkaufe auf jeden Fall die Tonkrüge. Oh, neues Gebäude freigeschaltet. Scheune 2. Das werden wir auf jeden Fall machen, wenn wir wieder da sind. Scheune 2 ist natürlich auch ein Anlass, die Scheunenecke, die Landwirtschaftsecke ein bisschen hübscher zu machen, ne? Da müssen wir wieder sehr, sehr viel Geld ausgeben für die Rezepte. Aber ja, warum nicht? Jetzt reiten wir erstmal rüber zum Flussdorf und kaufen Weizen. Okay. Weizen. Weizenkorn hat er 180. Jetzt gucken wir mal. Ich habe das jetzt erstmal einfach gekauft. Feld 5. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten da Weizen anbauen. Wie viel Weizen brauchen wir dann? Okay, verstehe. Ich habe jetzt von ihr 100, wie viel habe ich gekauft? 181. Okay, das sollte reichen. Hast du vielleicht noch irgendwie was? Aber wir haben eigentlich auch schon alles gekauft. Also, was wir jetzt dafür brauchen. Und ich habe nur noch 3000 Münzen. Ich würde mal ein bisschen safer spielen, was Münzen angeht.
Oh, ich will jetzt gleich wieder die Scheune dekorieren. Ach, Mann. Es ist alles so teuer. Fucking teuer. Achso, ich wollte ja auch mal gucken. Jetzt haben wir ja eine Zeit vergehen lassen. Wie sieht die Stimmung gerade aus? Also, wir haben Leute hier mit 91% Stimmung, aber weil sie Mutter ist. Weil sie Mutter ist. Aber, was ist jetzt das Niedrigste an Stimmung? 35%. Okay. Sind wahrscheinlich das hier das Pärchen, ne? Naja, und wir haben auch sehr, sehr viele Schwangere. Also jetzt haben wir gerade so ein Wurfjahr, sag ich mal. wir müssen natürlich demnächst mal gucken, wie das dann mit den Jobs aussieht und wer wie was macht. Wir kommen da ganz schön in die Bredouille, wenn da so viele schwanger sind und gleichzeitig werfen. Darf ich das, ohne dass mein Esel stirbt? Oh ja. Es ging noch gut. Also, Weizen können wir von Frühjahr bis Herbst und von Herbst bis Sommer ernten. Herbst bis Sommer? Also wird Herbst bis Sommer unsere neue Routine werden für Weizen. Wenn wir das jetzt sehen. Dann sehe ich mal noch das gesamte Feld. Es wurde auch gerade komplett gedüngt. Sehr schön. Dann sollten wir nächstes Jahr im Sommer Weizen ernten können. Und ich kann jetzt hier noch ein bisschen Landwirtschaft skillen. Ich will auch mal so eine große Sense bauen. Aber ich weiß nicht, ob ich das kann, wenn ich nur Bronze habe. Oder ob die aus Eisen sein muss. Wisst ihr, was ich meine? So, auch bei der Arbeit immer schön nebenbei was trinken, Leute. Das ist wichtig. Schön dafür sorgen, dass die Hydration da ist. Endlich, Leute. Oh, hat das lange gedauert. Ich habe jetzt endlich das Weizenfeld fertig gesät und noch geschafft. Im Herbst. Sehr schön. So, ich guck mal ganz schnell, wie viel habe ich jetzt gemacht an ja, nicht so viele. 422 Punkte seit dem letzten Level Up. Bei Technologie, wie sieht's da aus? Ja, da sind wir straight in Richtung Stall. Also Stall ist das nächste Ziel. Und ich würde sagen, in dieser Folge mache ich jetzt noch die Scheune hübsch. Aber erstmal schlafen gehen. Ist natürlich im Winter dekorieren, ist immer ein bisschen schwierig. Aber erstmal, wir müssen uns erstmal umziehen, sonst frieren wir zu sehr. Das ist wieder die kalte Jahreszeit. Und da, ach so, nein. Warte. Ich hätte gleich im Haus bleiben können, weil ich habe das ja... Entschuldigung, Kanuta. Ich habe das ja in meiner Kiste, das Zeug. Meine Kiste hier. Kappe. So, das sollte reichen. Ich habe die Weste und meine Kappe. Top. Jetzt haben wir wieder Zopf. Und das ist jetzt hier sehr satisfying. Einfach ein Riesenfeld mit Weizen. Und das Zeug wächst schon. Schön Winterweizen. Hier machen wir natürlich jetzt Landwirtschaft, die Scheune 2 drauf. Da brauchen wir jetzt wieder sehr, sehr viele Holzstämme. Und ein paar Bretter. Ach so, das wird immer noch ein Strohdach. Okay. Na gut, dann machen wir wieder ein Strohdach draus. Wahrscheinlich, weil es die Scheune ist. Wo haben wir überhaupt Stroh? Also ja, wenn, dann muss ich das aus dem Fluss holen. Aber haben wir überhaupt Stroh? Ich habe ja sehr viel Tierfutter gemacht. Das könnte jetzt ein Problem werden. Wir haben 2 Stroh. Nein, ich muss was pflücken. Ich muss zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder pflücken. Ich habe jetzt ein bisschen Ried gepflückt und hoffe, das reicht. Aber ich denke schon. Wir haben 70 Ried. Oder Stroh. Wie auch immer. Ja, easy.
So, Scheune 2, Bauarbeiten abgeschlossen. Ja, hat immer noch ein Strohdach, krass. Hätte ich nicht gedacht, aber ja. Was ich auf jeden Fall ändern werden würde, wären diese zwei Zäune hier. Die setze ich nochmal ein bisschen um. Und zwar werde ich die erstmal hier zerstören. Und nochmal neu setzen. Oder ich werde einfach mal das andere Rezept ausprobieren. Das hier. Langer Kreuzzaun. Ja, das ist doch auch hübsch. Ja, ich muss das hier nochmal versetzen. Den Heuhaufen. Ich werde hier nochmal einen kleinen Feldschuppen bauen. Der so ein bisschen Dekoration wird, ne? Also der wird keine wirkliche Aufgabe erfüllen, aber der wird ein bisschen Dekoration. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe ja. Der ist einfach nur Deko jetzt. Da wird auch niemand eingestellt. Den muss ich auch irgendwie so umbenennen. Ich hoffe, das geht. Dass ich den irgendwie so Deko... Deko-Feldschuppen nennen kann. So, Holzschuppen. Nee, warte mal. Holzschuppen? Da fehlt jetzt ein Mitarbeiter. Ah, okay, da ist war also die eine schwanger. Hm, verstehe. Okay, also müssen wir uns darum demnächst auch kümmern. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Ja, ich weiß noch nicht, was ich hier wie, wo überall hinstellen werde. Aber so ein bisschen habe ich hier was gemacht, ne? Ihr seht's. Ich werde das im Frühjahr noch ein bisschen ausbauen. Ich habe auch noch ein paar Ideen dazu. Aber jetzt würde ich es erstmal so lassen. Ja, das Ding ist ja wirklich nur Deko. Das Ding ist das, wo die wirklich arbeiten im Feldschuppen. Und das hier vorne ist wirklich nur Deko. So ein bisschen, dass das hier gefüllt wird, dieser Scheunenbereich. Ja. Naja. Und ich würde erstmal sagen, das war's im tiefsten Winter mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty, die 30. Folge schon. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.